Ah! Was machst du? Die Mikrowellen-Omi. Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares 2. Wir haben in der letzten Folge den Posthut gefunden. Also falls ihr wissen wollt, wo der ist, guckt euch die letzte Folge an. Und ja, der Fernbedienung, die wir jetzt haben, können wir die Fernseher aus- und einschalten, die wir reisen können. Ansonsten gibt es eigentlich nichts Neues zu sagen, ne? Wird mal einfach mal gucken. Wie es so weitergeht. Jo! Hier einmal durchs Postamt. So, dann habe ich hier unten einen Paketwagen schon bereitgestellt. Damit haben wir es eh schon geschafft, oder? Was passiert, wenn ich den ausmache? Aha. Sollten wir also nicht ausmachen? Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Geh du, geh wieder auf Fernseher schauen, ja? Kann ich da überhaupt rauf? Aha. Kann ich ausschalten, verdammt. Hallo? Komm ich nicht raus? Achso, da, da. Aha. Also muss ich doch, Was machst du? Die Mikrowellen-Omi. Okay, wir wissen, wir müssen da rein. Die Oma gerade MTV? Krass. Wir müssen irgendwie... Den müssen wir einschalten. Ein. So. Und jetzt müssen wir die Alte irgendwie von ihrem Apparat wegkriegen. Und jetzt, weil ich böse bin, mach mal den aus. Geht nicht. Jetzt. Hallo. Komm, es ging doch gerade. Naja, egal. Dann geht's halt nicht. Ah. Ja. Tschüss.
Die Fernsehsuchtis. Ja, krass, das ist der nächste. Obwohl, bis jetzt finde ich das noch ganz okay, im Gegensatz zu dem Taschenlampenwahnsinn vorhin. Seht ihr mal, durch die Glotze wird man manipuliert. Alter, der ist kaputt jetzt. Auf! Geh auf! Ich frage mich, ob die da wirklich einfach ausländische TV-Shows Samples genommen haben und eingespielt haben oder ob sie das selbst eingesprochen haben. Nein! Verdammt. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Will ich jetzt? Ah ja, da. Ah, da steht einer. Mehrere. Was? Leute, das ist keine Lösung. Ach so, ja, wegen dem Sendeturm. Die wollen da hin. Ach, da sind voll viele. Auf den anderen Dächern auch noch. Alle Assassin's Creed oder wie? Aber muss ich da jetzt rein? Ah, okay. Wo komme ich da hin? Verdammt. Verdammt, ich sollte immer zuerst checken, wo ich wieder rauskomme. Ein dicke Ding, die Ding Dong Dang. Wahrscheinlich kann ich das, wo jetzt Wasser ist, unter Strom setzen. Ja, dachte ich mir. Gut. Das heißt, da kommt gleich einer. Mal schön, mein Freund. Sein Akt der Gnade für die Existenz, die er davor hatte.
Ein richtiger Gnadenakt. So. Fliegen. Oh. Hab ich gar nicht gesehen, den Fernseher. Was passiert da? Bin ich da runter? Dann bin ich tot wahrscheinlich. Das ist ein Liftschacht, ne? Ach, so ein Müllschacht. Nein, ich hätte in den Fenster gehen sollen. Aha. Hier lang, sagt er. Dann der Lift. Ach. Aha. Wieso? Wieso nicht hier? Ja, okay. Gut. Dann halt da drüben. Seltsam platziert. Ih, da stinkt's. Der ganze Müll. Ja, weil die Leute nur noch vor dem Fernseher sitzen. Oder stehen. Und ihre Arbeit nicht mehr nachkommen. Die Zombies sind. Zombie-Menschen. Fernseh-Zombies. Sagt man ja auch, oder? So. Das bringt mir jetzt was? Der aus ist. Ich dachte gerade, ich sterbe jetzt. Hey, ein Schuh. Ha? Oh Leute, ich stehe schon wieder auf dem Schlauch. Ja. Tja. Tja. Wieder runter. Ich hab schon verstanden. Nee, so. Nee, bin ich dumm. Ich vergesse immer die Fernbedienung. Ja, jetzt fahren wir halt nochmal rauf. Ist doch egal. Fahren wir nochmal rauf. So. Jetzt den hier. Jetzt ist das hoffentlich richtig. Anscheinend nicht. Okay. Ja, unten vielleicht, ja?
Meine Lieben, meine Lieben. Kann ich da jetzt reingehen? Nein, dann bin ich tot. Dann bin ich tot. Was ist, wenn... Wenn ich hier... mit der Fernbedienung was machen kann? Nicht? Nichts mit der Fernbedienung? Mann, Mann, Leute. Es tut mir leid, wenn es so lange dauert, immer so ein Rätsel zu lösen. Aber ich bin einfach so dumm. Ich mache es nicht mit Absicht. Ja? Hier kriege ich den auf. Dann kann ich den einschalten. So nämlich. Da reingehe. Darauf. Wieder da rein. Könnte ich jetzt auf den Lift springen. Was bringt mir das? Gar nichts. Oder? War ich in dem mittleren Geschoss? Ich war noch nie. Ah, ja, jetzt. Jetzt habe ich's. Ich war nie in dem mittleren Geschoss. Das heißt... hier ranhängen. Ah, bin zu langsam. Okay. Aber prinzipiell muss ich bei der Hinabfahrt einfach im mittleren Geschoss aussteigen. Das wär's dann. Schneller, schneller, schneller. Ja. Gut. Jetzt bin ich hier. Im mittleren Geschoss. Tja. Und damit würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zugucken. Guckt auch beim nächsten Mal wieder rein. Gebt einen Daumen, wenn ihr wollt. Abo ist gratis. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao, ciao.